Hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde Happy Reels. Heute mit GP.TV. Wow, da habe ich mir gerade eben auf die Zunge gebissen. Geil. Wir fangen an mit dem Level von CLN-Player. 99% impossible. Ein kurzes Level für nebenbei. Okay, wenn das denn jetzt 5 Sekunden geht, dann höre ich aber auf. Lass dir Zeit, ist okay. Ist ja nicht meine Zeit, nee, nee. Okay, schon mal optimal, um Spaß zu haben. Wirklich. Was da um die Toilette macht, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehr spannend platziert. Kannst du bitte weggehen? Kannst du? Oh, was? Normalerweise müsste ich da echt direkt wieder rausgehen, aber ich will jetzt schon wissen, was da rechts ist. Am besten direkt das Ziel, das wäre geil. Komm schon, gib mir einfach direkt das Ziel. Kann ich da drauf rutschen? Oh, ein bisschen vielleicht. Train Station. Wow. Ah, und da ist das Ziel. Wer hätte es gedacht? Geil. Naja. Dazu sage ich mal gar nichts. Dann gehen wir bei Pickcraft da rein. Mein erstes Level, aber ich habe mir Mühe gegeben. Sieht schon mal wieder sehr gut aus. Ja, okay. Die Hälfte geht daneben irgendwie. Aber ich sterbe. Das ist die Hauptsache bei so einem... Hä? Das ist so, als wenn er einfach nur möchte, dass das Spiel abkackt. Ist das etwa dein Ziel? Oder ist das Ziel da? Wie soll das denn gehen? Ich muss eigentlich... erstmal alles rüberholen. Alter! Warum ist das nicht weg... Hä? Warum ist das nicht weggeplatzt? Geil! Genau! Ach, das ist die geilste Kombi. Einfach mal rangezogen werden und dann schön in die Minen rein. Wenn man nichts gemacht hat im Leben. Komm. Das erscheint mir echt ein bisschen sehr schwer. Besonders halt auch, dass es dann leckt. Dadurch, dass er da so viel Scheiß reingehauen hat. Das finde ich nicht so nett. Das macht das Ganze nur ein bisschen nerviger noch. Was soll ich denn da tun? Okay, ich gebe dem Level noch 5 Versuche. Okay, lebe ich noch? Nee, ich glaube nicht. Noch 4? Alter! Jetzt aktiviere doch nicht alles! Okay, hat mir im Endeffekt noch gar nichts gebracht. Sofort tot. 3? Nein! Warum will der denn jedes Mal dahin? Hab ich irgendein Problem? Ja, geil! 2? Och nee, 1. Komm schon. Ah, shit. Wäre ich nur richtig gelandet. Und 0. Das ist der letzte Versuch. Nein, nicht zurück. Oh. Ja, ja, ja. Nein, das sah doch gut aus. Ich habe mich doch gegen gewehrt. Och man, aber mein Herz ist drin. Ich hab's geschafft, Leute. Bitte. Kann uns da noch rein photoshoppen, dass ich... Rein After Effects, dass ich das geschafft habe, danke. Schon wieder 99%. Habt ihr eine Krankheit? Was ist denn los? Hä? Das ist ja echt? Was geht denn ab? Immer bin ich hier in einer Zeitschleife gefangen, Leute. Ich weiß es nicht. Könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben und es lädt einfach nicht. Geil. Gut. Okay. Hä? Ist doch wieder so ein Level, was... Nee, scheinbar hat es nur so... Ladeschwierigkeiten, ein paar klitzekleine. Ha! Wie hab ich das denn überlebt? Nein, da kommen wir noch... Wer hat denn sowas erfunden? Sag mal, hast du dir mehrere Accounts geklickt? Ein und derselbe Typ und einfach weiter Level erstellt? Also würde ich sagen, aber das... Was ist das? Oh, nee. Vor allem, die gehen ja nicht weg. Die verpissen sich ja nicht einfach. Nur weil ich so losgeworden bin. Wie auch immer ich das überlebe. Also scheinbar klappt mein Pogo-Stick dagegen und nimmt den ganzen Schaden auf sich. Geil. Aber wie immer, mein Herz hat's nicht geschafft. Cool. Geil. Geil. Dann den Baurun. Hallo GP, ich habe ein Level für dich gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Okay. Ja, die Farben sind schon mal sehr toll. Tschüss, Timmy. Hey. Ich habe gerade übrigens noch so 2 Stunden an meinem Haus weitergebaut oder angefangen an meinem Haus zu bauen in Minecraft Desperado.
Das werde ich dann höchstwahrscheinlich jetzt gleich noch aufnehmen, was da so abgeht. Aber das seht ihr dann heute Abend. Oder lade ich das doch früher hoch? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch das letzte Video, was heute kommt. Ich weiß gar nichts. Da war das Triforce. Cool. Aber ein bisschen kurz. Bisschen kurz. Impossible, Impossible. Was geht ab? Jumpscare? Nee, möchte ich auch nicht. Möchte nicht erschreckt werden. Und du, Apple. Nur für Pros. Ja, optimal für mich. Schaffst du meine Level? Meine Level wahrscheinlich, nicht meine Level. Du steckst fest. Dann drück wahrscheinlich Tab und Z. Aber das habe ich nicht nötig. Dann drück Z und wiggle dich runter. Ach so, dazwischen. Nee, habe ich nicht vor. Nee, mache ich nicht. Das lassen wir mal ganz schön bleiben. Hä? Soll ich? Ja, das soll ich wahrscheinlich tun. Geil! Und Genickbruch. Hammer. Komm, Timmy. Dann beginnt jetzt wieder deine Fahrradkarriere. Oh, was war das für ein Move? Der war cool. Krieg ich den irgendwie gekillt? Nee. Oh. Oh, ja. Hä? Och nee, hatte ich gerade eine Weile Slalom. Oder warum hat das funktioniert? Ach, keine Ahnung. Einfach nochmal von vorne. So. Geil. Geh ruhig kaputt. Geht mir gar nicht auf den Sack. Und... Oh. Dass ich mir dabei nicht jedes Mal das Genick breche, ist ein Wunder. Aber jetzt gleich. Passt auf, Leute. Jetzt muss ich immer alle Zombies töten. Eben eigentlich haben die euch ja nichts getan. Wenn man das genau nimmt. Hä? Was geht denn hier ab? Hä, wie soll ich denn hier alle Münzen kriegen? Das geht gar nicht. Ja, geil. Geil. Alter, wäre dieser Scheiß jetzt nicht. Nein, 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 nein. Da kommt man doch nicht mehr raus, ne? Wenn du einmal gedrückt hast, dass du... Weiß ich, dass, du musst so einmal in eine Richtung drücken und schon bist du verurteilt für dein ganzes Leben. Komm, drück mich doch da runter jetzt. Was geht denn ab, ey? Geil, Kopf geplatzt. Du Cheater, Hacker, du hast den Level geschafft. Ach Mann. Ja, habe ich. Steht da ja. Wenn der das sagt, dann stimmt das bestimmt. Zurück in die Zukunft, Quiz. Hey, JP und andere, das ist ein Zurück in die Zukunft, Quiz. Ja, was gefällt dir? Ich habe den Film zuletzt vor 2-3 Monaten gesehen. Kennen wir schon, okay? Ab wie vielen Jahren ist Zurück in die Zukunft? Ab 6? Ab 12? Ich würd schon sagen, ab 12, weil da jemand angegriffen wird. Ja, das hätte mich auch echt gewundert. In welchem Teil wurde der Wissenschaftler erschossen? Teil 1. Hä? Naja, Teil der Wissenschaftler erschossen. Ja, okay, das ist jetzt aber unfair, weil er wurde in Teil 1 und in Teil 2 erschossen. Und beides wurde rückgängig gemacht. Also kann man echt sagen, beides ist die richtige Antwort. Da gibt es kein richtig oder falsch. Da kann mir keiner was anderes erzählen, Leute. Tut mir leid. Hey. Eigentlich sogar in allen dreien. Stimmt. In Teil 1, 2 und 3. Lol. Wie heißt der Wagen bzw. die Zeitmaschine? DeLorean. 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 Natürlich. Sind Sie mal in die Zeit 2015 gereist? Ja, und es ist sehr interessant, wie Sie das Ganze darstellen. In welchem Land wurde Zurück in die Zukunft 1 gedreht? Ich würde sagen, eigentlich in den USA. Ich habe aber keine Ahnung. Ich denke USA. Ah ja. Nein. Wie alt sind Michael J. Fox und Chris... Mann! Ich wollte doch gar nicht. Ich habe noch nicht mal gelesen, was da stand. Aber jetzt weiß ich schon mal die Antwort. Auf jeden Fall das Rechte. Mal gucken, ob ich es auch genommen hätte. Ja, müssen wir mal gucken. Okay, hier rein. Warum machst du das denn noch so tief? Da kann man doch nur reinfallen. Das finde ich nicht fair. In the USA.
Paddle Russell. Paddle Russell. Wie alt sind Michael J. Fox und Christopher Lloyd? Wahrscheinlich heute. Ja. 53 ist der Michael. Und boah, Christopher ist schon 76. Aber ich muss sagen, der sah schon damals sehr alt aus. Wahrscheinlich auch wegen Schminke und so, aber. Naja. Zeitreise zur Victory. Schön, ja, war ein richtig cooles Quiz. Okay, ich höre schon auf. Walle PvP. Walle Rose kaufe. Rope Swing endlich mal, ja. Oh, geil, ich verpasse direkt meinen Einsatz. Aber ich glaube, ich habe es gar nicht nötig. Oder doch. Upsala. Hä? Was soll ich denn machen? Hä? Langsam runter. Okay, Botschaft angekommen. Komm. Alter. Langsam runter. Ja. Oh Gott. Hilfe. Was macht er mit seinem Bein? Oh Mann. Nein. Unfair. Nochmal. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war richtig eklig knapp. Nein! Warum hält er sich denn nicht fest? Nein! Komm. Schön. Nein, nicht schön. Okay, Sekunde. Das kann ich noch schaffen. Wenn ich da reinfall, ja. Oh, nice. Geil. Das war noch geiler als das davor, was ich nice genannt habe. Geil. Hä? Das hätte man echt ein bisschen schöner machen können. Ein bisschen angenehmer vielleicht so im Leben. Komm. Hurry. Kannst du... Oh. Geil. Eigentlich habe ich es... Ja, ich habe es geschafft. Oh, das war... Obwohl, vielleicht hätte ich sogar noch überlebt. Sekunde, kann ich hier lang? Hä? Ah. Ja, geil. Geile Sache. Super geil. Ah, okay. Es geht. Ah, Checkpoint 1 hatte ich ja sogar sozusagen. Ja, klar. Konnte ich mitbekommen. Alter, bitte. Kannst du da bitte einfach mal... Ah. Oh Gott. Ja, ein bisschen stärker vielleicht nur noch. Und. Oh. Nein! Ah. Einen Versuch noch. Einen richtigen auch, bitte. So, okay. Das ist schon mal optimal, wie ich hier hänge. Geil. Ja, geil. Kannst du bitte. Mann. Nein! Okay, noch ein. Noch ein, Leute. Okay, noch einen richtigen. Ja. Hm. Oh. Ha. Okay. Okay. Botschaft angekommen. Okay. Ultimate Glass. Von wem war das überhaupt? Hab ich das vorgelesen? Wo ist der denn? Achso, ja, Walle PvP. Und das ist von Black Zunda. Wer kann es brechen? Es ist möglich. Klingt ja schon mal sehr. Sehr toll. Das Brechen. Da kommt jetzt wahrscheinlich. Was? Wie soll das denn gehen? Geil. So ist es möglich, indem man einfach mal alles an seinem Kopf zerstört. Wie soll das denn? Okay, mit dem Schau denke ich überhaupt nicht. Aber, warte mal, vielleicht gibt es hier eine richtige Lücke. So, wollen wir mal, ne? Weil wenn ich die Chars auswählen kann, dann ist es auch erlaubt, alle Chars zu nehmen. So oder so. Ah ja, okay, ich brauch's gar nicht. Zerbrechen. War aber ein toller Versuch, Manuel. Alter. Hä? Wo bin ich? Ah, ich bin noch nicht dran vorbei. Okay. Nein! Ich hab's geschafft. Aber ich glaube sogar, es würde gehen, indem ich so mache. War wohl doch ein bisschen zu stark. Sekunde, ja genau, machen wir einfach noch stärker.
Ich hab was im Kopf. Hä, was hab ich denn? Ist das eine Scheibe? Warum wird die nicht weggeschlagen? Oh oh. Ein bisschen komisch. Hä? Hä? Was war das denn? Damit hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, ich wäre am Arsch der Welt. Ich hab's einfach wieder geschafft. Oh Mann. Aber es wäre, denke ich, so möglich. Ich wüsste nicht, wie sonst geht. Sekunde. Für Replay. Ah. 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 Ja, geil. Das, so geht's natürlich auch. War schon mit ein bisschen Glück verbunden, würde ich sagen. Ja gut, dann würde ich sagen, bewerte den Part. Humanoid, würde ich aber viel sagen. Bis zum nächsten Video. Ich weiß gerade nicht, wie ich das aufteile heute. Tschüss, Leute, bis dann. Ja.